Das World Wide Web verändert uns. Es bestimmt immer stärker unser Leben. Wir werden zu Code und laden uns hoch in die Cloud. Aber jenseits des Web beginnt ein Niemandsland. Ein Chaos aus Einsen und Nullen. Hier herrschen eigene Gesetze. Willkommen im Darknet. Willkommen auf der dunklen Seite. Mit 9 war ich auf der Farm meines Großvaters in Irland. Ich dachte, es wäre eine super Idee, mit seiner Schrotflinte auf einen Kuhfladen zu schießen. Ich habe gezielt. Und boom. Leider habe ich die Flinte falsch gehalten. Upgrades gehören zum modernen Leben dazu. Es ist ein schönes Gefühl, sich selbst zu optimieren, besonders in meinem Fall. Ich hacke meinen eigenen Körper. Und zwar so, dass er danach besser läuft. Hoffe ich zumindest. Lauschen Sie dem Summen Ihres Computers. Das ist sein Herzschlag, sein Puls. Technik wird geboren, stirbt und entwickelt sich weiter. Genau wie wir. Wir lieben Upgrades. Sobald etwas Neues auf den Markt kommt, stürzen wir uns darauf. Die Technik ist zu einer Erweiterung von uns selbst geworden. Eines Tages werden wir vielleicht ganz mit ihr verschmelzen. Dann werden wir mehr sein als nur Menschen. Willkommen bei Epicenter. Wer von Ihnen war schon mal hier? Mein Name ist Fanny Mardi Rossian und ich arbeite als Grafikdesignerin. Ich bin sehr neugierig und in Sachen Technik ein absoluter Nerd. Sobald was Neues auf den Markt kommt, muss ich es sofort haben. Was wir tun, ist ganz einfach. Wir erforschen neue Technologien. Epicenter ist ein Treffpunkt für kreative Menschen und man kann dort immer den neuesten Hightech-Schnickschnack ausprobieren. Unser Highlight heute ist eine Implantatparty. Wer will, kann sich im 6. Stock chippen lassen. Ein Typ namens Hannes hat mir von einer coolen neuen Erfindung erzählt. Es geht darum, dass man sich einen Chip einpflanzen lässt und eins mit der Technik wird. Ich bin ein Mensch, aber das heißt nicht, dass ich den Rest meines Lebens einer bleiben möchte. Mein Name ist Hannes Hörblot und ich bin Biohacker. Biohacker betrachten die Biologie als etwas, das man verändern kann. Wir suchen nach Stellen, die wir verbessern oder modifizieren können. Wir sind keine Wissenschaftler, aber wir experimentieren gerne. In meiner linken Hand ist ein reiskorngroßer Chip. Wenn ich ins Büro will, halte ich ihn einfach vor den Scanner. Ich kann mich damit auch an verschiedenen Rechnern einloggen. Alles dank RFID. Radio Frequency Identification, kurz RFID, ist überall. In Schlüsselkarten, Kreditkarten, Handys und Pässen. Sogar als Chip in unseren Tieren.
Irgendwann werden wir vielleicht all unsere persönlichen Daten auf einem einzigen Chip abspeichern. Dann brauchen wir keine Schlüssel mehr, keine Karten und kein Bargeld. Mein Körper kann jetzt mit Maschinen kommunizieren. Wir haben unsere Entwicklung selbst in der Hand. Biohacker wie Hannes experimentieren am eigenen Körper. Sie machen sich selbst zu Versuchskaninchen. Der erste Schnitt war nicht tief genug. Siehst du es? Im Internet erzählen sie von ihren Erfahrungen. Und die sind teils ganz schön schmerzhaft. Doch das schreckt offenbar nicht ab. Biohacking wird immer trendiger. Jeder kann sich online das Hackerzubehör einfach nach Hause bestellen. Ein Verkaufsschlager im Internet sind die Mikrochips. Und die Käufer berichten in den sozialen Netzwerken über ihre Erfahrungen. Manche sehen in dem Hype allerdings eine Gefahr. Sie wollen keinen Chip in ihrem Körper. Nur, irgendwann haben sie vielleicht keine Wahl mehr. Na, du kleine Schlafmütze? Hast du Lust auf Erdbeeren? Mama, Mama! Machst du es? Ja. Es wird bestimmt komisch, einen Chip zu tragen. Aber die Menschen machen ja heutzutage alles Mögliche mit ihren Körpern. Es ist also eigentlich nichts Besonderes. Wem Implantate zu sehr unter die Haut gehen, der kann sein Leben auch anders upgraden. Mit Computer, Festplatte und Co. Daten sind alles. Wir sind die erste Generation, die ihr ganzes Leben aufzeichnen kann. Ich erfasse Bewegungen, Körpertemperatur, Blutdruck, Sauerstoffgehalt, Gewicht, Luftqualität, Temperatur, Feuchtigkeit. Was ich esse, wenn ich treffe, was ich im Fernsehen gucke. Man nennt mich den total vernetzten Menschen. Meine Autosensoren messen, wann ich Gas gebe, wann ich bremse, wie oft ich zu schnell bin. Chris Dancy zeichnet jede Sekunde seines Tages auf. Mit 700 verschiedenen Computersystemen, 11 tragbaren Geräten und 71 drahtlosen Netzwerken. Das Datensammeln ist aus einer tiefen Angst entstanden. Früher habe ich Alkohol getrunken, Drogen genommen und geraucht. Aber dann wurde mir klar, dass ich meinen Körper damit zugrunde richte. Ich musste mich selbst wieder unter Kontrolle bringen. Chris fängt an, nach ungesunden Verhaltensmustern zu suchen. Als erstes habe ich die Einträge in meinem Online-Kalender farblich markiert. So konnte ich sehen, wann ich gute und wann ich schlechte Tage hatte. Wenn du dein Verhalten verstehst, kannst du es auch ändern. In nur 2 Jahren stellt Chris sein Leben völlig auf den Kopf. Er nimmt 50 Kilo ab, hört mit dem Rauchen auf und macht Übungen, um sein Selbstbewusstsein zu stärken. Seine Geschichte klingt sonderbar, aber im Grunde ist Chris nur eine extreme Version von uns allen. Kleine tragbare Computersysteme, sogenannte Wearables, sind zu einem riesigen Markt geworden. Je mehr wir über unsere Körper wissen, desto besser. Wissen ist angeblich Macht. Aber was, wenn wir noch einen Schritt weiter gehen und Informationen über andere Menschen sammeln, ohne dass sie es merken? Manche Leute hacken Software. Ich hacke mein Gesicht.
Mein Name ist Rob Spence. Ich bin Filmemacher und man nennt mich Eyeborg. Figuren mit künstlichen Augen kennt man aus Science-Fiction-Filmen. Zum Beispiel den Terminator oder Geordi aus Star Trek. Stellen Sie sich vor, Sie hätten ein natürlich aussehendes Kameraauge, wie der 6 Millionen Dollar Mann. So eins will ich. Die Leute in Dokumentarfilmen sollen sich so natürlich wie möglich verhalten. Sie sollen am besten gar nicht merken, dass sie gerade gefilmt werden. Und was eignet sich dafür besser als eine Kamera, die aussieht wie ein menschliches Auge? Niemand würde Verdacht schöpfen. Die Technik in meiner Augenhöhle hilft mir, einen sehr menschlichen Film zu erschaffen, einen menschlichen Dialog. Die Kameras von heute sind sehr klein. Die passen locker in eine Augenprothese. Das Problem ist, es gibt keine Anleitung. Vor uns hat noch nie jemand so etwas gebaut. Der Videoausgang funktioniert. Ich habe gestern den ganzen Tag in Chinatown nach Teilen gesucht. Wie in Blade Runner. Da suchen sie auch in Chinatown nach Augenteilen, um die Skinjobs aufzuspüren. Skinjobs sind aus Terminator. Nein, Blade Runner. Das sind die Typen, die Harrison Ford tötet. Ich guck mal. Du meinst Replikanten? Genau. Die sind beides. There you are, my little darling. Es gibt 5 Versionen von Eyeborg. Version 1 funktioniert. Nicht besonders gut, aber immerhin. Version 2. Version 3. Boom, genial. Aber es ist durchsichtig. Man sieht die Batterie. Bei Version 4 haben wir versucht, es realistischer hinzukriegen. Aber es hat nicht ganz gereicht. Gerade arbeiten wir an Version 5, der ersten Kamera, die aussieht wie ein menschliches Auge. Als wir sie ausprobiert haben, waren wir total aufgeregt. Sowas hat vor uns noch nie jemand geschafft. Irgendwie gruselig, wenn dich dein eigenes Auge anstarrt. Okay, mal gucken, ob das Teil funktioniert. Oh, ganz schön knapp. Ich krieg das Unterlid nicht drüber. Beim letzten war es auch so. Weißt du noch, Martin? Nummer 3 war sehr eng. Vielleicht ist die Materialschicht zwischen Außen- und Innenseite zu dick. Ja. Wow. Das ist nicht so toll, oder? Hey, merkt ihr sie was? Sieht doch total normal aus. Alles super. Die Elektronik muss tiefer rein. Meinst du, du kannst das noch mal auseinandernehmen? Ich würde einfach hier ein bisschen was abschleifen und es dann noch mal probieren. Upgrading ist gefährlich. Manchmal will man zu viel. Aber Stillstand ist der Tod. Schön, dass so viele Freiwillige gekommen sind. Der RFID-Chip hält über 120 Jahre. Er wird also länger leben als Sie. Ich arbeite bei einer Hotelkette und bin immer auf der Suche nach coolen neuen Angeboten für unsere Gäste. Als ich meiner Frau davon erzählt habe, meinte sie, ich hätte eine Meise. Wieso nicht? Ist doch halb so wild. Ich probiere gerne neue Sachen aus.
Das Erste, was die Leute sagen, ist immer, dann weiß ja jeder, wo du bist. Aber der Chip ist nur aktiv, wenn er in der Nähe eines Lesegeräts ist. Außerdem ist jeder von uns bei Facebook und läuft den ganzen Tag mit seinem Handy rum. Es gibt also noch tausend andere Möglichkeiten, jemanden zu überwachen. Ich glaube, spätestens wenn die nächste Chip-Generation auf den Markt kommt, müssen wir uns über den Datenschutzaspekt Gedanken machen. Du musst darauf vertrauen können, dass der Hersteller deine Daten geheim hält. Aber wem kann man heute schon vertrauen? Jedes bisschen Information bringt Geld. Die Hersteller von Fitness-Trackern und anderen Wearables schwören zwar hoch und heilig, dass sie die gespeicherten Daten nicht verkaufen, aber niemand kontrolliert, ob sie ihr Versprechen auch halten. Genauso ist es bei den RFID-Chips. Eine schwedische Twitter-Gruppe mit 12.000 Followern warnt davor, die Gefahr auf die leichte Schulter zu nehmen. Und sie sind nicht allein. Überall auf der Welt protestieren Menschen gegen die RFID-Technologie und schaffen es sogar in die Nachrichten. Wir machen diese Experimente an uns selbst, weil wir uns bewusst dazu entschieden haben. Als freie Bürger. Es ist wichtig, dass die Macht darüber nicht bei der Regierung oder bei den großen Firmen liegt. Also, wer fängt an? Ich. Ja? Ja. Nervös? Ich habe zwei Kinder geboren. Dagegen ist das nichts. Genau. Und geht hoffentlich schneller. Hoffentlich. Fleischig genug? Tief einatmen. Das war's? Ja, fertig. Danke. Dank dir. Ich schicke es meinen Freunden und meinem Mann. Verbunden. Es fühlt sich cool an, mich mit einem Gerät zu verbinden. Fast so, als wäre ich selbst eins. Ziemlich aufregend. Was steht da? Deine Daten. Seriennummer, Tagtyp und so weiter. 041ED812FF3881. Das ist meine zweite Identität. My other self, I guess. Yeah. Ja, oder meine neue Identität. Ja. Mein neues my Ich. New self. Ja. Chris. Hi. Hey, nice Robert, to meet you. Freut mich. Ich bin ein bisschen nervös. Ist das einer von deinen Sensoren? Das ist eine Minikamera. Sie macht alle zwei Sekunden ein Bild. Chris und sein Date haben sich online kennengelernt. Das Coole ist, ich kann an deiner Herzfrequenz ablesen, wie es dir geht. Ah, sie geht rauf. Komm, ich streichel dich mal. Die Daten sagen dir, wie dein Date gerade läuft. Yeah, baby, 83, mit Händchen halten.
Das ist am Anfang natürlich ungewohnt. Du achtest auf die kleinsten Veränderungen. Das Tolle ist, dein Herzschlag gehört jetzt mir. Echt? Ich habe ihn gespeichert. Beziehungen sind schwierig für mich. Ich sehe Menschen als einen Haufen Daten. Alexa, bestell O-Saft. O-Saft auf der Einkaufsliste. Danke. Keine Ursache. Das Problem daran ist, du willst immer mehr. Du bist wie ein Junkie. Du flüchtest vor der Realität. Auf meinen Reisen habe ich gesehen, Daten machen einsam. Wir Menschen brauchen einander. Wir brauchen uns. Wirklich dringend. Ich habe die Elektronik verschoben, sonst hätte die Batterie nicht mehr reingepasst. Okay. Okay, in mein Gesicht damit. Hoffe, es funktioniert. Das runter. Keine Ahnung, was es bedeutet, alles permanent zu filmen. Im Grunde sind es ja nur Daten. Wir sammeln Daten. Videos geben Ereignisse wieder. Sie bilden eine Wahrheit ab. Das muss nicht unbedingt etwas Gutes sein. Zeig mal. Naja. Spione müssen ja nicht gut aussehen. Ich bin auf Kanal 3. Okay? Bereit? Luft anhalten? Los geht's. Höher? Ja. Ja, wir haben es. Schau mich an. Ich spüre das Video. Echt? Nein, Quatsch. Starkes Signal. Geh mal ein Stück weg. Läuft immer noch. Krass, so gut hat es noch nie funktioniert. Echt toll. So weit reicht es sonst nie. Es sieht nicht 100% echt aus, aber auch nicht wie eine Kamera. Ganz schön raffiniert. Nimmst du mich gerade auf? Wenn jeder ständig alles filmt, hat das natürlich Folgen. Es ist ein Eingriff. Die Privatsphäre schrumpft immer mehr. Das ist gruselig. Wie das die Gesellschaft verändern wird, weiß ich nicht. Videos sind im Grunde nur eine Ansammlung von Informationen. Aber bestimmte Infos würden wir eben lieber für uns behalten. Ich fürchte nur, es ist zu spät. Sorry. Guten Morgen. Meine Karte ist in der Hand. Halten Sie sie da drauf. Ich war überrascht, wie schnell ich den Chip als Teil von mir akzeptiert habe. Immer wenn ich ihn scanne und es funktioniert, habe ich dieses Wow-Gefühl. Das ist toll. Das gefällt mir. Jeden Tag vernetzen wir unsere Welt ein Stückchen mehr. Wissenschaftler nennen dieses Phänomen das Internet der Dinge. Manchmal frage ich mich, wo könnten wir die Technologie noch anwenden? Es gibt tausende Möglichkeiten. Auch Leute, die kerngesund sind, möchten ihren Körper optimieren. Wenn sie es sich leisten können, werden sie es tun. Holst du mir ein Glas Wein? Ich glaube, wir überschreiten gerade eine Grenze. 2020 gucken wir dieses Interview und sagen, shit, wir hätten was unternehmen sollen.
Diese Technologie wird bleiben. Die Frage ist, was bringt die nächste Implantatgeneration? Es gibt vieles, was Tiere wahrnehmen können, aber wir nicht. Womöglich verpassen wir dadurch viel Schönes. Stellen Sie sich vor, Sie könnten ultraviolettes Licht sehen, wie Honigbienen. Wie sieht eine Blumenwiese durch die Augen einer Biene aus? Vielleicht ist der Anblick wunderschön. Vielleicht wissen wir es bald. Ich glaube, diese Technologie kann für uns Menschen sehr nützlich sein. Aber wo sind die Grenzen? Wann wird der Mensch zur Maschine? Ich weiß es nicht.